Ganz kurz in English. We're using the Quick Rig today, which is new in Maya 17, 2017. And uh, it's, uh, it's about uh, creating a, a geometry of a, a character and then uh, inserting a rig to, in order to animate it. Wir stellen heute den Befehl Skeleton Quick Rig. In den Mittelpunkt. Er ist neu in Maya 2017 und ähm, er ist sehr praktisch, ungemein praktisch. Bisher musste man in der Geometrie, die man gebaut hat, von einem Charakter, also von einer Figur mit zwei Beinen, zwei Armen und Kopf ziemlich mühsam äh, Knochen einbauen und dann die Knochen mit äh, IK-Manipulatoren äh, IK äh, so zusammenhängen, dass man das Ganze animieren kann. Das hat sich deutlich verbessert, alles in Maya 2017 und ich zeige euch mal gerade, wie das geht. Äh, bauen wir bei der Gelegenheit mal, weil das kam in den Tutorials überhaupt noch nicht vor, einmal so ein Männchen äh, und zwar auf, aus einem einfachen Zylinder. Ähm, ich nehme diesen Zylinder hier, jetzt Attribut-Editor, der, der ist immer hier, also vielleicht ist er bei euch nicht direkt da, da müsst ihr da draufklicken. Geht auf Polycube und wir nehmen mal zwei Unterteilungen hier. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Ich will nämlich zwei Beine daraus ziehen. Und ähm, das geht so ähm, mit dem Extrude-Befehl. Extrudieren bedeutet herausziehen. Ich ziehe aus den unteren beiden Flächen die Beine heraus. Dazu brauche ich rechte Maustaste und Face. Das heißt, ich will mir die Einzelflächen, aus denen der Kubus gebaut ist, anzeigen lassen, um dann nur die beiden unteren auszuwählen. Ich wähle gerne aus, indem ich zu viel auswähle, nämlich die hier. Jetzt sind alle ausgewählt, bis jetzt die oberen beiden. Und jetzt drücke ich die Steuerungstaste und dann deselektiere ich die hier. Und dann sind nur die unteren da. Und jetzt wende ich den Befehl Extrudieren aus. aus und ähm, ja, da gibt es hier ein Menü, mit dem man einiges einstellen kann. Ich nutze jetzt nur eine Funktion, weil wir es ganz schnell machen. Keep Faces Together. Die äh, beiden äh, Faces hier, diese beiden, sollen die zusammenbleiben oder nicht? Äh, die sollen beim, bei den Beinen natürlich nicht zusammenbleiben. Ich möchte jetzt eben die trennen. Da klicke ich mal drauf. Hier und jetzt bin ich auf Off. So, die Extrusion äh, ist eine magische Funktion. So, es geht hier runter. Ich denke mir, ich gehe bis zu den Knien. Und weil die eben jetzt getrennt sind, kann ich sie wirklich dann auch klein skalieren. Oder auch größer. Und nach vorne noch ein bisschen tun. So, dann gibt es die Taste G. G, ich merke es mir immer mit Go. Ich will dasselbe nochmal machen, was ich vorher gemacht habe. Taste G. Habe wieder einen Extrusionsbefehl. Und ähm, dann gehe ich nach unten. Und dann nochmal die Taste G. Dann gehe ich nochmal nach unten. Da ziehe ich nämlich vorne jetzt die Füße raus. Ich wähle also das und das jetzt aus. Und auch nicht mehr. Das muss man immer noch mal abchecken. Drücke die Taste G und hier kommen die Füße raus. So, jetzt kommen die Arme dran. Ähm, dazu würde ich mal sagen, ich nehme diese oberen beiden nur und extrudiere die auch nochmal. Taste G. So, hier an der Seite werden meine Arme rauskommen. Dazu brauche ich das hier und das hier. Und ich befehl, äh, wende den letzten Befehl nochmal an. Hier ähm, G. Und nun ziehe ich die symmetrisch raus. Die Arme. Bis ungefähr zum Ellebogen und nochmal G. Und dann ziehe ich noch den Arm etwas weiter raus. Auf die Hände werde ich heute verzichten. Die könnte man natürlich dann ganz genauso auch noch bis auf die Finger weitermachen. Und jetzt kommt noch ein Kopf dazu. Ich mache jetzt einen sehr kompakten Kopf, denke ich mal. Habe ich die beiden selektiert. Ja, guck, da sind dann noch ein paar mehr selektiert, die ich wieder selektiere Und Taste G. Keep Faces Together, ja, denn wir haben ja nur einen Kopf in aller Regel. Und den mache ich jetzt ein bisschen schmaler, um so eine Art Hals anzudeuten. So, nochmal G, geh, gehe ich nach oben, nochmal G, wieder ein bisschen weiter nach oben. Und jetzt quasi die Basis für Kinn und Hinterkopf und nochmal G. Und jetzt ist meine Figur eigentlich fertig. So, jetzt drücke ich die Taste F8. Statt der F8 könnt ihr auch ähm, rechte Maustaste Object Mode. Ihr wollt jetzt nicht mehr bei den Faces sein, die ihr gesehen habt, sondern bei dem, beim ganzen Objekt. Und ähm, das setze ich jetzt mal auf den Boden ungefähr. Und so, und jetzt kommt der Befehl QuickRick zu, ähm, zum Einsatz. Ihr müsst hier bei, den, bei dem Pulldown-Menü zu Rigging gehen und dann findet ihr bei Skeleton, also Skelett, das Quick Rig. Den Charakter ausgewählt und jetzt äh, bietet er zwei Möglichkeiten. Wenn jetzt was schief geht bei dem Quick Rigging, weil sich irgendein Knochen in die falsche Richtung verbiegt, dann ähm, kann das, äh, über, könnt ihr es rückgängig machen und dann über diese Step-by-Step-Funktion äh, mal machen. Ich vermute. Dass es ein kleines Problem gibt, weil ich die Knie zum Beispiel nicht angebeugt habe. Das könnte man so ein bisschen anbeugen, dann weiß er genau, ach so, das ist das, ist das Knie hier vorne und nicht hier hinten. Ja, das weiß er ja an sich nicht. Aber ich mache es jetzt mal ganz blind, Auto -Rig. Jetzt rechnet er ganz kurz. Und ist fertig. Und äh, er setzt mir tatsächlich, kann ich jetzt schließen. Ein Skelett hier rein, mit dem sich arbeiten lässt. Wie gut sich damit arbeiten lässt, das lasse ich jetzt mal beiseite. Ähm, wir schauen es uns einfach mal an. Ja, ich kann hier in die Knie gehen und ich sehe, dass sich die Knie kreuzen. Hm? Statt gerade nach vorne zu gehen. Hier missinterpretiert das Skelett etwas. Ich kann die Füße bewegen, das geht ganz gut. Und ich kann die Handwurzel quasi bewegen, nach innen ziehen, das macht er auch ganz gut. Ähm, ihr seht jetzt zum Beispiel, wenn ich das ein weiter nach unten dehne, dass sich hier an der Brust was tut. Ja, die bricht so ein, das haben wir Menschen natürlich nicht. Und dafür gibt es dann auch weitere Werkzeuge und zwar jede Menge, äh, womit man diese Sachen ändern kann. Vor allem brauchen wir hier viel mehr Geometrie. Wir haben ja unseren Charakter hier aus ganz wenigen Blöcken nur erzeugt, deswegen sieht er ja auch so krude aus, aber um ihn dann schön zu deformieren, und er wird sich ja verformen, und zwar nur an ganz bestimmten Stellen, wenn jetzt eben der Arm sich nach vorne bewegt, dann ähm, müssen, wir das, äh, müssen wir dafür sorgen, dass da mehr Geometrie ins Spiel kommt, kann man alles locker machen. Ähm, mehr oder weniger. Jedenfalls Skeleton Quick Rig. Das ist das, womit wir das jetzt gerade angestellt haben. Hier haben wir das Vergleichs-Rig, mit dem man dann auch den Charakter bewegen kann. Das ist, dass der so sich dehnt jetzt, äh, ist gut. Ja? Das, ist, äh, das ist vorteilhaft, weil, ähm, äh, weil die Knochen sich einfach nicht dehnen lassen sollen. Das ist genau richtig so, wie es hier ist. Ja, das war's. Quick Rig.